So, meine Lieben, heute am Josefitag, am nachgeholten Josefitag, gestern war ja Sonntag, melde ich mich mit ein paar Worten persönlich. Anlass ist ein kurzes Video, das mir gestern von einer Bekannten zugespielt wurde am Abend und das mich wirklich erschüttert hat. Es geht um eine wirklich grausliche Form von Blasphemie im Klagenfurter Dom. Ich möchte dem Video und der Dame, die diese Vorgänge erzählt, jetzt nicht vorgreifen. Ich habe nur die Bitte, dass alle Christen ein bisschen auch jetzt aktiv werden und dagegen wirklich protestieren. Es gibt die Möglichkeit, sich, wie die Dame das sagt im Video, sich an den für Kunst, offenbar und Kultur zuständigen Diözesanbischof in Österreich, Hermann Gettler, zu wenden oder alternativ oder am besten auch zusätzlich an den Kärntner Diözesanbischof und an die maßgeblichen Politiker, vor allem Bürgermeister von Kärnten und auch Landeshauptmann sind hier in Betracht, dass wir hier als Christen gemeinsam protestieren, dass das unsere religiösen Gefühle, die auch geachtet werden sollten, dass das eine starke Verletzung davon ist. Wenn jemand über die technischen, digitalen Möglichkeiten verfügt, hier online Petitionen oder sowas einzurichten, ich bin da überfordert leider, dann bitte auch das machen. So, ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz was über die Monstramus. Protestaufmarsch im Klagenfurter Dom gestern Samstag, 18.03.23. Eine Gruppe von Frauen, sogenannte Feministinnen, hat den Klagenfurter Dom benutzt, um ihren Protest der kirchlichen Hierarchie gegenüber Ausdruck zu verleihen, und zwar ziemlich deftig. Sie haben da jetzt schon vor, zu Beginn des der Fastenzeit eine riesengroße Konstellation über den Altar oder in der Nähe von Altar aufgebracht. Hat ausgeschaut wie eine Zunge, ist so kommuniziert worden. Gestern ist schon wieder die Socke aus dem Sack gekommen, also die Katze aus dem Sack. Und diese Zunge entpuppte sich tatsächlich als eine Vulva. Vulva. Wer das nicht weiß, der kann googeln. Das soll der untere Teil einer Frau sein. Und mit dem noch nicht genug. Diese Frauen haben gestern tatsächlich den Altarraum benutzt, den Kirchenraum, um Nachbildungen einer Vulva überall irgendwie aufzustellen. Sie protestieren. Ich bin schon sehr tief getroffen und ich bin schon erschüttert, dass unsere Kirchen einfach niemandem mehr heilig ist oder so wenig Menschen heilig ist noch. Und dass die Menschen scheinbar wirklich nicht kapieren, dass die Kirche weder ein Museum ist, noch ein Theaterraum, noch eine Galerie, noch ein Raum für einen Protest, sondern ein sakraler Ort. Und sakraler deswegen, weil das unblutige Opfer Christi am Altar stattfindet, in jeder Heiligmesse. Und sakral, weil in den Tabernakeln der katholischen Kirche Jesus Christus in der Eucharistie leibhaft gegenwärtig ist, als wahrer Mensch und Gott. Ich habe ein Verständnis dafür, dass viele Menschen damit nichts anfangen können. Ihnen das einfach wirklich fremd ist oder fremd geworden ist. Trotzdem ist es die Wahrheit. Und darum können wir als gläubige Katholiken doch nicht still sein, was in diesen Kirchen an blasphemischer Kunst abgeht, an liturgischem Missbrauch abgeht. Ich appelliere jetzt nochmal an den Bischof Glättler, der zuständig ist für Kunst und Kirche in Österreich. Er soll schauen, dass das alles wegkommt. Heilig soll heilig bleiben. Es gibt Unmengen von Möglichkeiten, dort irgendwo was aufhängen. Es muss nicht die Kirche sein. Und ich möchte dazu sagen, oder euch fragen, ob ihr so wenig Vertrauen in Jesus habt, dass ihr es einfach nicht glauben könnt, dass er es gut meint und euch ohnehin alle Bitten erfüllt, wenn sie seinem Willen entsprechen.
Das ist ja eigentlich die tiefere Frage, gell? Das, was ich anstrebe, was wir anstreben, ist das, hängt das mit dem Willen Gottes zusammen? Ist das das, was auch Gott für uns will? Sei es in der Kirche, in der Politik, in der Wirtschaft, überall. Wir müssen uns immer wieder diese Frage stellen. Ich mache jetzt auch den Aufruf an alle Politiker, die Bürgermeister, an alle, die verantwortlich sein für die Kultur, besonders jetzt momentan in Klagenfurt, aber auch in Innsbruck, in Wien, überall, wo das stattfindet, dieser Einzug der Blasphemie in unseren Kirchen. Ich mache auch den Aufruf an alle Gruppenleiter, Gebetsgruppenleiter, an alle Ordensverantwortlichen. Schaut's bitte nicht zu. Stellt's euren Mann, eure Frau, macht's euren Mund auf, sagt's laut und deutlich, das wollen wir nicht da. Schützt unsere Kirchen. Halten wir zusammen, rotten wir uns zusammen, verbreitet diese Botschaft und werdet tätig. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist für unser Land, für unser Wohl. In diesem Sinne für heute wünsche ich Ihnen einen gesegneten Abend, gute Woche. Schaut zu, dass ihr da nicht einfach nur zuschaut oder zuhört.